wir wollen heute Pampasgras malen. Dafür brauchen wir erstmal einen Bleistift, dann einen ganz schmalen Pinsel, einen 1er oder einen 0er Pinsel und einen 4er. Genau, erstmal starten wir mit einer Vase. Und diese Vase ist hier oben schmal. So. Und wird dann sehr, sehr bauchig. Und hier müssen wir jetzt ungefähr schauen, dass sie symmetrisch wird, dass sie nicht ganz anders auf der einen oder auf der anderen Seite aussieht. Ungefähr so sieht das ganz gut aus. Mit einem knetbaren Radiergummi können wir uns hier die Bleistiftstriche noch ein bisschen abtupfen oder so rüberwischen, damit es einfach wieder heller wird. Und den Rest, den tatsächlich übernehmen wir dann nur mit dem Pinsel und mit Farbe. Aber hier erstmal mit dem Viererpinsel und einem warmen Braunton. Ich nehme dafür Umbra und den erstmal ganz, ganz transparent. So, trage ich hier auf meine linke Seite auf. Hier tatsächlich, das ist mir noch ein bisschen zu dunkel, das heißt, ich wasche meinen Pinsel aus und vermale dann die Farbe, die ich hier raufgegeben habe, nur mit Wasser. Erstmal hier verteilen. Und hier tatsächlich kann an der Seite, hier an der rechten Seite, auch ruhig ein bisschen weiße Stellen bleiben. Also es muss nicht alles komplett ausgemalt werden. So, die rechte Seite darf auch heller bleiben. Jetzt ist meine Vase noch schön feucht und ich kann hier noch ein bisschen transparenten Umbra mit draufbringen. Hier auch noch ein bisschen, hier oben. Das verwischt dann von ganz alleine. Und tatsächlich mit dem 1er Pinsel nehme ich mir noch ein bisschen deckenden Umbra. So. Und gebe das hier nur ein ganz kleines bisschen, einfach noch, um ein bisschen Kontrast reinzubekommen. Dadurch wird dann mein Bild ein bisschen spannender. So. Genau, hier unten noch ein bisschen. Okay, und das war es tatsächlich schon mit der Vase. Zu meinem Umbraton habe ich jetzt noch Gelb mitgemischt. Das ist einfach Cadmiumgelb, dass es so ein gelblich-brauner Ton wird. So sieht ja auch Pampasgras auch ein bisschen aus, ne? Hat so ein bisschen Gelbstich mit drin. Und eher erstmal transparent. Also wir starten erstmal wieder nur transparent und ziehen uns erstmal die Mittellinie, so wie das Pampasgras hier sich erstmal so ausrichten soll aus der Vase. So, also in die Richtung soll das gehen. Und dann ziehe ich mir hier so mit kleinen, dünnen Strichen und diese Striche, die gehen jetzt immer hier von der Mittellinie aus weg. Und die dürfen aber auch mal ein bisschen quer gehen, also mal, ne? Also die gehen ungefähr immer in die gleiche Richtung, aber auch hier Pampasgras oder auch selten so ein Gras ist ja perfekt, also es ist nicht ganz geschmeidig. Das heißt, das geht auch mal so ein bisschen nach oben und dann wieder viel in die andere Richtung. Auch hier auf der anderen Seite geht das hier weiter, auch mal in die andere Richtung. Und jetzt kann ich hier auf meiner Palette, da habe ich hier noch ein bisschen braun, ein bisschen dunklere Töne und zwischendurch nehme ich jetzt hier nach unten hin ein bisschen mehr von dem dunkleren Braun auf.
Solange die Farbe noch feucht ist, kann ich hier von unten noch ein bisschen dunkleren Ton mit reinbringen, einfach um noch ein bisschen mehr Tiefe in mein Pampasgras zu bekommen. Und hier oben so vom Stiel heraus, damit das dann so in die Spitzen von ganz alleine verläuft. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen nachhelfen, damit ich nicht so harte Übergänge habe. Aber ungefähr darf es so ein bisschen ungleichmäßig aussehen. Ich mache jetzt weiter. Zur Not wieder ein bisschen Gelb mit zu meiner Braun-Umbra-Mischung mixen und wieder eher ein bisschen transparenter. Und jetzt geht's hier weiter. So. Also ungefähr aus der Mitte heraus und dann vom Stiel aus gerne, aber auch mal von der anderen Seite. Gerade wenn es jetzt hier so vom Handling her, kann man auch mal von außen nach innen gehen. Wichtig ist, dass es nicht so ganz glatt ist, sondern auch mal, ja, die auch so ein bisschen wie abgeknickt aussehen dürfen, diese kleinen Wedel hier. So. Und die anderen beiden Pampasgräser hier, die ich noch hinzugefügt habe, das ist jetzt so ein bisschen Fleißarbeit. Da kann man sich hier mit den schmalen Pinselstrichen noch ein bisschen austoben, hier auch wieder ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Und ansonsten sind wir tatsächlich dann hier schon fertig. Das können wir jetzt einmal schön trocknen lassen und dann haben wir schön in den Erdtönen, was schön warmes, hellbraunes und das ist eher was monochromatisches, das heißt eher alles in einer Farbpalette. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wünsche euch einfach viel Spaß beim Nachmalen und wir sehen uns einfach im nächsten Tutorial. Bis dahin, tschüss!